Willkommen beim GKNB-Blog. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Videos mit Hilfe von YouTube eigenständig auf Ihre Webseite einbinden. Sie können das Videotraining jederzeit gerne mit bzw. nachmachen. Zuallererst zeigen wir Ihnen, wie Sie Videos auf YouTube richtig hochladen und einbinden. Am Schluss binden wir über einen Codeschnipsel das Video auf Ihre Webseite ein. YouTube checkt im Hintergrund, ob Ihr Video bereits vorhanden ist. Sollten Sie Ihr Video schon hochgeladen haben, können Sie den nächsten Schritt sehr gerne überspringen. Außerdem ist darauf zu achten, dass Sie Copyright und Nutzungsrechte Ihre Bild- und Tonsequenzen nicht verletzen. Um ein Video auf YouTube hochzuladen, besuchen Sie die Website youtube.com. Nach dem Laden der Website loggen Sie sich mit Ihrem YouTube bzw. Google-Account ein, da Sie Ihr Video nur veröffentlichen können, wenn Sie einen aktiven Account besitzen. Anschließend klicken Sie auf den Button Video hochladen. Wählen Sie im Anschluss Ihre Videodatei aus, indem Sie die gewünschte Datei entweder per Drag and Drop in das Feld ziehen oder klicken Sie auf das Upload-Icon. Im Anschluss wird Ihr Video hochgeladen. Den Fortschritt können Sie über den Ladebalken verfolgen. Im Reiter Allgemeine Infos wählen Sie einen Titel, Beschreibung sowie Tags, mit deren Hilfe Ihr Video über die YouTube-Suchfunktion gefunden werden kann. Mit der Funktion Video Thumbnails können Sie das Vorschaltbild Ihres Videos anpassen. Wenn Sie kein eigenes Thumbnail hochladen, wird hier standardisiert ein Standbild aus Ihrem Video gewählt. Zudem können Sie unter Datenschutzeinstellungen die Erreichbarkeit Ihres Videos festlegen. Soll Ihr Video der Öffentlichkeit bereitstehen oder nur für bestimmte Personen? Nun wechseln Sie zum Reiter Erweiterte Einstellungen. Dort können Sie spezifische Einstellungsmöglichkeiten auswählen, ob zum Beispiel andere Nutzer Ihr Video kommentieren oder bewerten dürfen. Ihre Lizenzen und Eigentumsrechte, Untertitel, Aufnahmeort, Aufnahmedatum und die Videostatistik können außerdem festgelegt werden. Zu beachten ist hier nur, dass die Checkbox bei Verbreitungsoptionen Einbetten zulassen aktiviert ist. Nachdem Ihr Video erfolgreich hochgeladen wurde, erscheint ein grüner Haken neben dem Titel. Im Anschluss klicken Sie auf den Pfeil an Ihrem Profil und wählen Sie unter YouTube den Menüpunkt Video Manager aus. Wählen Sie hier Ihr frisch hochgeladenes Video und klicken Sie anschließend auf den Reiter Teilen.
Ein weiterer Klick auf den Button Einbetten zeigt Ihnen einen Bereich, in dem Ihr Video-Einbettungscode vorhanden ist. Kopieren Sie sich den kompletten Text in die Zwischenablage. Endlich wechseln wir zum Typo 3, unserem Content Management System. Sie können den Videocode-Schnipsel auch auf jeder anderen HTML-Seite oder im anderen CMS einfügen. In unserem Fall binden wir das Video auf unserer Typo 3-Seite ein. Die KMB-Kunden können an dieser Stelle das GKMB-Kommunikationsschnipsel-Plugin verwenden. Erstellen Sie als nächstes ein neues Seitenelement. Unter dem Reiter Plugins finden Sie das GKMB-Kommunikationsschnipsel. Wieder unter dem Reiter Plugin können Sie den zuvor kopierten Code des YouTube-Videos einfügen. Wählen Sie im Anschluss noch den Typ aus. In unserem Fall handelt es sich um das YouTube Code Snippet. Speichern und lassen Sie sich die Webseite anzeigen. Zu sehen ist das Video, das Sie zuvor auf YouTube hochgeladen haben. Sollten Sie sich fragen, warum wir eine YouTube-Einbindung anstatt eines Webplayers verwenden, haben wir folgende Antwort parat. Eine YouTube-Einbindung bringt Ihnen suchmaschinentechnisch viel mehr, da Sie über Google besser gefunden werden. Eine Änderung in der Skalierbarkeit und der Anzeige des Videos sind garantiert flexibel und somit auch auf dem Smartphone und Tablet schön anzuschauen. Sollten Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns einfach eine Mail an die info@gkmb.de oder rufen Sie an.